gehört, dass zum Teil gar nicht oder nur schlecht vom Winterdienst geräumt worden ist. Welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht? Worüber haben Sie sich vielleicht total geärgert? Und wie war das heute mit den Bussen und der Deutschen Bahn bei Ihnen? Rufen Sie jetzt an, wir sammeln Ihre Berichte dazu. Rufen Sie an unter 0800 5678 404 und dann tragen wir das Ganze gleich noch zusammen. Wer an der Haltestelle stand, der hatte heute eigentlich immer nur eine Frage. Kommt da jetzt oder kommt da nicht der Bus? In Unna sind Buslinien am Morgen teilweise gar nicht gefahren. In Dortmund gab es Verspätungen. In Hagen wurden die Höhenlagen nicht angefahren. Und in Recklinghausen, da durften die Busfahrer selbst entscheiden, in welche Straße sie einbiegen und in welche lieber nicht. Wir waren mit dem Pannendienst unterwegs. Sauwetter und mitten im Berufsverkehr ein Platten. Dirk Zisinski ist einer der Pannenhelfer der Vestischen und muss den Bus am Bahnhof Recklinghausen schnell wieder flott machen. Ja, wir haben vorne viele Baustellen. Wahrscheinlich hat er sich den Spike, so ein Einschlagbolzen ist da, den wird er sich wohl reingefahren haben aus der Baustelle. Jetzt ist der Wagen platt. Ja, jetzt werden wir den wohl hier wechseln. Das Ersatzrad wiegt 70 Kilogramm. Kein Problem für Dirk Zisinski und Theo Ellermann. Sie sind ein eingespieltes Team, arbeiten seit 25 Jahren zusammen. Der Servicewagen ist eine rollende Werkstatt. Der Reifenwechsel dauert auch bei diesem Wetter bei den Profis nicht mehr als eine Viertelstunde. Ja, die Leitstelle sagt, dass wir kaum Autos haben, draußen so viel los ist. Und die wollen schnellstmöglich die Linie aufrechthalten. Aber bei dem Wetter, die Takte ein bisschen variieren, der Wagen muss dann schnell wieder rein. Wann haben Sie das letzte Mal private Reifen gewechselt? Von Sommer auf Winterreifen jetzt. Noch die Radschrauben festziehen, dann ist der Bus wieder einsatzbereit. Einige hunderttausend Kilometer hat Udo Brix schon am Steuer gesessen. Ruhig bleiben ist sein Motto bei diesem Wetter. Heute fährt er nur eine kleine Tour vom Busbahnhof Recklinghausen in ein Wohngebiet und zurück. Die Entscheidung, ob er die Route wie geplant fährt oder nicht, bleibt ihm überlassen. Auch wenn jetzt mal sehr, sehr glatt ist, bleibt die allerletzte Entscheidung natürlich bei mir. Weil ich habe ja nun mal eben die Verantwortung, die ich hier trage für die Fahrgäste. Und das muss ich dann schon selber entscheiden. Was ihn nervt, sind übervorsichtige Autofahrer, die zum Verkehrshindernis werden. Ja, der Bus fährt sich natürlich besser als Pkw, weil natürlich der Bus ein höheres Gewicht hat. Und dadurch natürlich ganz anders einfach mal auf der Straße liegt. Zurück am Busbahnhof. Für die beiden Pannenhelfer gibt es an diesem kalten Vormittag noch viel Kleinkram zu erledigen. Defekte Türen, Probleme mit dem Kühlwasser. Freuen sich die Kollegen eigentlich immer, wenn sie sie sehen, oder wie ist das? Freuen, na klar, dann wird ihnen weitergeholfen. Die können den Linienweg wieder aufnehmen, klar, aber lieber trinke ich auch mit den Kollegen Kaffee zusammen, auch keine Frage. Gegen Mittag sind dann alle Busse in Recklinghausen wieder einsatzbereit.